Guten Tag. Willkommen im Deutschkurs. Ich bin Madalina. Ich bin eure Deutschlehrerin. Wir kennen uns schon. Guten Tag. Willkommen der Deutschkurs. Ich bin Madalina. Wir kennen uns Heute haben wir Nora dabei. Heute haben wir Nora hier. Hallo Nora. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wie geht's, Nora? Well, gut. Gut. Freust du dich hier zu sein? Du freust dich, hier Okay. Gefällt dir Deutsch, Nora? Ja. Okay, du magst Deutsch, ich freue mich. Uh, Nora, uh, du hast dir die vorigen Lektionen angeschaut, nicht wahr? Hast du dich an die vorherigen Ja. Und du weißt, dass wir äh, über Präsenz ein bisschen gesprochen haben. Steh vor ein bisschen und ein bisschen über Personalpronomen. und ein bisschen über Personal. Hast du Fragen? Ai du întrebări legate Nein. Okay. Ich habe hier als Wiederholung, recapitulare, zwei Verben gebeugt. Am uh, conjugat aici două verbe care capitulare. Avem gean, ging gegangen a merge. Uh, am spus că verbele neregulate le voi spune întotdeauna cu cele trei forme, astfel încât ele să fie uh, reținute așa. Asta este un, un lucru în comun cu limba engleză, unde avem verbele neregulate din Unregel, în Verban. Uh, Există o carne zeer liste, e o listă foarte lungă. E bine să le aveți scrise așa la sfârșitul caietului, dacă doriți să le, uh, să le învățați mai ușor. und kommen kam gekommen aveni da tot așa se rețin cele drei forme okay Nora? also wir haben gehen ja. ging gegangen kannst du bitte wiederholen pots du te rog ja gehen? gehen ging gegangen okay und kommen kam gekommen kommen kam gekommen Ele se conjugă regulat, asta înseamnă că putem vedea um, terminațiile timpului prezent. Ja? Also, die de form formă, prezent, uh, este, uh, în din un reglementești un verban, este normal, Adică ist zic normal geboigt. Ele sunt conjugate normal. Există verbe care sunt neregulate și în conjugarea lor. Manche verban sunt un reglementești auch wenn gebäckt. Ok. Also wir haben, ich ge. Du gehst, er sie es geht. Wir gehen, ihr geht, sie, sie gehen. Wiederholst du auch bitte noch eine bitte darauf? Ja. Ich okay. gehe, du gehst, er sie es geht. Wir gehen, ihr geht, sie, sie gehen. Okay, und dann kommen, Apoi kommen. Ich komme, du kommst, er sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie sie kommen. Bitte jetzt du. Ich komme, du kommst, er sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie sie kommen. Sehr gut, bravo, danke schön. Äh, also, das sind die Endungen, die Endungen, terminațiile von Präsenz. Alle timpului präsent, okay? Alles klar soweit. Ja. Und jetzt ist alles klar. Ich habe eine Übung vorbereitet, am habe und Exercicio. Setzt die richtigen Endungen ein. Punetz terminațiile korrekte. Das betrif nur prezent, das verb verben in prezent. Asta uh, se referă numai la prezent, verbele la prezent trebuie să capete terminația corectă. Să ne uităm un pic pe exercițiu și să vedem uh, ce terminație ar fi și ce pronume personal îmi înlocuiește, de exemplu, Richard und Peter. Ce-ar veni aici? Ce terminație ar avea Nora? Sie, wie ist das? Wie ist Sie kommen. Sie kommen. Es ist plural. Es sind zwei Personen. Wir schauen bei plural. okay? Es ist immer gut, wenn du dir das noch anschaust. Es ist gut, wenn du dich anschaust. Wir lernen so, wenn wir uns in der ersten Phase mehr bis wir uns Und dann merken wir uns auch. Am Anfang schauen wir, immer schlagen wir nach und dann merken wir uns auch. Also, Richard und Peter kommen aus England, ja? Sie, ja. weiter? Sie lernen hier Deutsch. Sie lernen hier Deutsch. Also sie, die beiden Jungen, ja, oder Männer. C'est donc beauteux, barbares, da, Ei învatsă, da. zi, se referă nu la ea, ja, la o ea, ja, ci la cei doi, la plural, vider plural. Also, normal. Richard und Peter kommen aus England. Sie lernen hier Deutsch. Ok? Kannst du wiederholen, okay. bitte? Poți să repeți, rog? Ja. Richard und Peter kommen aus England. Sie lernen hier Deutsch. Sehr gut, bravo. Weiter, ich frage Richard Robertson und Peter Carlis. Was bedeutet, ich frage? întreb. întreb, eu întreb pe Richard Robertson și Peter Carlis. Acum le-am dat numele de familie, deci nu mai sunt Richard și Peter, nu ne mai tutuim. Deci adresăm formula de politețe, da? Și îmi spune asta și ziul care este cu literă mare scris. E scris cu literă mare că e formula de politețe. Das ist die Höflichkeitsform, form, von zi, ja? plural, dumneavoastră alzo, das Schreimann im Deutschen gros. Se scrie în limba germană, dumneavoastră se scrie mare în limba germană. Da? Und das ist auch ein plural. Tot tot un plural e, tot forma de plural, seamănă cu forma de plural sau este ca și forma de plural. Alzo, Richard Robertson und Peter Carlis, deci despre ei este vorba, da? Wie wird es hier sein? Cum ar fi? Komst aus Cum e forma de cum e forma de politețe? Die Höflichkeit formistir. Special am lăsat asta cu literă mică primul și al doilea cu literă mare să iasă în evidență că este cu literă mare și că e forma de politețe. Da? Deci, cum, îmi, cum o să fie terminația? Common. Common. Deci avem Common zi aus Spanien da? Iarăși îi vizează pe cei doi, dar la, dacă mai de politețe. Putea să fie și unul singur dacă era formula de politețe, tot cu zi era cu Höflichkeitsform. Da, ja, so das ist die Höflichkeitsform. Noch einmal, ich frage Richard Robertson und Peter Carlis. Kommen Sie aus Spanien? Ok? Ich frage Richard Robertson und Peter Carlis. kommen sie aus äh, Spanien sehr gut bravo nein wir wie ist das weiter kommen. kommen aus England wir sag kommen nicht aus Spanien wir kommen nicht aus Spanien also nein wir kommen aus England wir kommen nicht aus Spanien ich frage Anton Brega Anton Brega wieder die Höflichkeitsform, sie, das heißt, wieder ist das Plural. Ja, also wie wird das sein? Wie sagen wir? sponem in caso la Gehen Sie hier in die Schule? Sehr gut, bravo. Gehen Sie hier in die Schule? Mergez eich la da? Ja, ich lerne. Ja, ich lerne hier Deutsch. Dann äh, bei Punkt 6 kannst du lesen. Ihr, schau mal, ihr uh, kommt. Kommt, genau. Also, kommt ihr aus England? Ja, und weiter. Kommt. Ja, wiederholen ihr aus England? Ja, weiter. Genau, Deci veniți din voi, Da, aici se referă nu la veniți dumneavoastră, la veniți voi. În limba română nu diferențiem, nu spunem veniți voi sau veniți dumneavoastră îl spunem, dar voi nu-l accentuăm. Veniți din Anglia, învățați deseori împreună, da? Și se referă la ir, voi, nu se mai referă la zi dumneavoastră, ok? Alles klar, okay. Wollen ja. wir noch einmal die ganze Übung durchlesen? Ja. Richard und Peter kommen aus England. Mhm. Sie lernen hier Deutsch. Ich frage Richard Robertson und Peter Carlos. Äh, kommen Sie aus Spanien? Kommen Sie aus Spanien? Ja. ja. Nein, wir kommen aus England. Wir England. kommen nicht aus Spanien. Wir kommen nicht aus Spanien. Ich, okay. Ich frage Anton Beger. Kämen Sie hier in die Schule? Ja, mhm. ich lerne hier Deutsch. Mhm. Kommt ihr aus England? Mhm. Lernt ihr oft zusammen? Super. Danke. Das war sehr gut. Mulțumesc. A fost foarte bine. Dann haben haben wir das Verb sein war gewesen. Avem verbul sein war gewesen, a fi. Acesta este un verb neregulat și este neregulat și în conjugarea lui. Așa, asta este un re complet unregelmäßiges Verb, ia. Ja? Also, sein un fond Zain Boikman complet anders. Deci pornește de la Zain și pe aia nu are cumva parcă nicio legătură. Ich bin, du bist, er sie es, ist. Wir sind, ihr seid, sie, sie sind. Da, de multe ori, dacă ich bin du bist, toată lumea știe, dacă când întreb care este forma de bază, cum îl găsești în dicționar, puțină lume știe că e zain, pentru că den du schon ein bisschen in Errore hast. Es ist nicht so, dass es eine Verbindung Und Ich bin, du bist, er, sie, es ist. Wir sind, ihr seid, sie, sie sind. Also Nora, bitte schön, kannst du auch uh, das Verb wiederholen? Ja. Sein, war, gewesen. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sing, ihr seid, sie, 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 Gut, wir passen wieder auf. Wir haben eine Übung. Es ist ein Exercicio. Und wie wir immer hier daneben schauen, ich habe absichtlich dieses Mal das Verb auf der gleichen Seite gelassen. Ich habe das Verb auf der gleichen Seite gelassen. Ja? Ca să poți, să poți să te uiți cum trebuie. Unde e pronumele, da? Chiar omalhiris zi, dar este hõflișcați formă, dar este zi a în person. E ziul de aici, de la persoana a treia, sau ăsta de aici? Care din ele? Hir. Mai uh, punct. Uh, ultimul. Ultimul. E hõflișcați form, forma de politețe, adică dumneavoastră. Și atunci o să fiu atentă și o să zic cum. Uh, sind Sie aus Paris? Sind Sie aus Paris? Wunderbar. Gut. Ja, wir sind aus Paris. Ja, wir sind aus Paris. Ich Wenn ich nicht aus Paris bin, dann sage ich: Nein, wir, nein, wir sind nicht aus Paris. Genau. Dar pe merg că e în un pic în paranteză, negațion, iso, so, nein, nu, wir sind nicht. Deci pentru nu, nu, nu sunt. În limba română zic nu, nu sunt din Paris. Da, odată mi-apare nein, odată nu mi-apare nicht. Weiter. Iar avem zi. Zis. Cum pun? Zi sind der Lehrer. Sind Sie der Lehrer? Nein, ich bin ein schüler. Da. Ok, sunteți profesorul? Nu, sunt un, sunt un elev, da? Articol nehotărât, nu e der Schüler, e ein Schüler. Tot așa ca o mică paranteză, alți clamări, dar este un beștimtăr articol. Ok, alți doi der Schüler, articol, articolul hotărât e der Schüler, ein Schüler este un articol. Nehotărât, adică, bite? Weiter, Nora? das buch? okay. Weiter. das buch ist hier. Mm -hmm. und die karte, karte ist hier sehr gut weiter. du bist aus london. Mm -hmm. anton ist aus madrid. perfekt, sehr gut. ihr seid aus, aus deutschland. ihr seid aus deutschland, super weiter. Richard und Peter. Richard. Richard und Peter äh, sind äh, fleißig. Fleißig, und sind Harnitsch. So, das ist auch ein Reim äh, hier, ist Ich bin Peter, du bist Paul. Ich bin fleißig, du bist faul. Ja, Peter reimt fleißig, Paul mit faul. Da ja Mika Rima. sehr gut gemacht. Und ich habe weiter ein, als kurze Wiederholung das, dieser Slide wieder genomen. Am luat din nou acest Slide, ca să ne amintim, cum de la articolul hotărât cu substantiv alături devine pronumele er, zi, es. Da? De la der, er, de la di, zi și de la das, S. Da? Și în baza acestui da. lucru avem un mic exercițiu. Wo is das buh. Avem das buh, deci cum va fi pronumele personal? În. Das se transformă în ce? Am, aici am exemplu cu das Mädchen. Dar dacă aș fi avut das buh, tot S ar fi fost. Nu contează ce este, nu trebuie să fie acela. Trebuie să aibă articolul das în față. Orice substantiv cu das în față, cu articolul das în față, mi se transformă în S orice substantiv cu di în față se transformă în zi și orice substantiv cu der în față se transformă în R. Ok? Te gândești der îi taie, tai d și rămâne R. Te gândești că la zi, la di, di zi, da? Deci rămâne tot așa. Și la das e s, s -ul. Reții după terminațiile acelea, ok? Also, dann haben wir. Wo ist das Buch? Es ist hier. Da, das Buch wird zu es. Ist der Bleistift auch hier? Jetzt habe ich der Bleistift. Nein, er ist nicht hier. Da? Nein, er ist nicht hier. Kommt Frau Meier? Nein, Frau Meier die Frau. Jetzt der äh, sie, da? Okay. potenzial le es scriem. Sie, nein, sie kommt nicht. De la Frau Meier. Se la ja. Lernt das kind fleißig, das kind va deveni es. Da? Wo ist Frau Müller? Dort ist sie. Că e die Frau. Și atunci o să am sie. Avem die Frau. So, die Frau. Ok? Avem das Buch aici și este es. Ist der Bleistift auch hier? Nein, er ist nicht hier. Okay? Machen wir das noch einmal zusammen. Also liest du durch. Wo ist das Buch? Es ist hier. Komm. Wo ist das Buch? Es ist hier. Mhm. Ist der Bleistift auch hier? Nein, er ist nicht hier. Ist der Bleistift auch hier? Nein, er ist nicht hier. Kommt Frau Meier? Nein, sie kommt nicht. Kommt Frau Meier? Nein, sie kommt nicht. Lernt das Kind fleißig? Ja, es lernt fleißig. Lernt das Kind fleißig? Ja, es lernt fleißig. Wo ist Frau Müller? Dort ist sie. Voice from Miller. Dort kommt sie. Dort kommt sie. Ok, super. Und weiter, zuletzt, ein bisschen über Negation. Deci și la sfârșit, ca încheiere, am făcut un pic niște propoziții pozitive, adică afirmative și negația lor, ca să mai uh, punem un pic accentul pe poziția lui Nicht în propoziție, în propoziția simplă. Also für, leicht, für Hauptsätze besonders haben wir Negation folgenderweise. Richard ist fleißig. Richard ist nicht fleißig. Da Richard este harnig. Richard nu este harnic. Iată ja, unde avem pe nu, care neagă äh, propoziția. Das Buch ist hier. Das Buch ist nicht hier. Cartea este aici, cartea nu este aici. Frau Meier fragt viel. Frau meyer fragt nicht viel. Doamna Meier întreabă mult. Doamna Meier nu întreabă mult. Herr Müller kommt dort. Herr Müller kommt nicht dort. Domnul Müller vine acolo. Domnul Müller nu vine acolo. Okay? Da haben wir einige Beispiele. Am dat și câteva exemple. Nora, möchtest du bitte auch uh, diese Sätze durchlesen? Citești și tu tot derogatory aceste propoziții? So, ich das gemacht. Ja. Aber, okay. Bitteschön. Richard ist fleißig. Richard ist äh, nicht fleißig. Ist nicht fleißig, ja. Weiter. Das Buch ist hier. Das mhm. Buch ist nicht hier. Genau. Frau Mayer fragt viel. Frau Mayer fragt nicht viel. Mhm. Herr Müller kommt dort. Herr Müller kommt nicht dort. Sehr gut. Also du hast jetzt verstanden, ja? înțeles acum, da? Ja. Ok, un Und mit Can können wir noch weiter üben. Das werden wir immer zwischendurch ausüben. O să mai repetăm și cu prezentul mereu, printre, uh, îl mai introducem și o să-l tot întâlnim. Ok? Ianora? Gut. Hast du fragen für ja. heute? Ai cumva întrebări pentru astăzi? Nein. Nein. Keine fragen. Okay, findest du Deutsch leicht oder ist das ziemlich schwer? Kommt se es aus, ist es leicht ist das ein bisschen Leicht. Leicht, okay, das freut mich. Dann sehen wir uns wieder nächste Lektion, okay? Dann sehen wir uns in der nächsten Lektion. Bist du noch dabei? Wirst du noch mit uns sein? Bleibst du noch mit uns? Willst Ja. Okay, dann bis bald, Nora. Bisbald! Bisbald! Tschüss! Tschüss! Emisiunea este susținută de Fundația Bosch România împreună pentru viitor.